Hoppala. Das war's. Hier muss irgendwo eine starke Quelle dunkler Energie sein. Bitte stellt sie ab. Sie bringt mich um. Wenn es einfach vor... Das war's. Lasst uns gehen. Ja. Lasst uns gehen. Hier muss irgendwo eine starke Quelle dunkler Energie sein. Bitte stellt sie ab. Sie bringt mich um. Sprich für einen Freund ein Kampf. Ihr habt mein großes Werk entdeckt. Seht nur, was dunkle Energie bewirken kann. Dunkle Kugeln? Ich wusste gar nicht, dass sie die Natur in Schrecken verwandeln können. Die müssen verschwinden. Igitt! Wenn du schon nah ran musst, dann exekutiere ihn wenigstens schnell. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet, dann brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Zu viel des Guten. Jetzt möchtest du kooperieren? Gut, wie schön. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet, dann brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Zerstört alle dunklen Kugeln, dann werdet ihr vielleicht nicht mehr knietief in den Zombies stehen. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet, dann brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Weglaufen! Jetzt möchtest du kooperieren? Gut. Sprich ein Kampfgebet für einen Freund. Ich glaube, dass die Zerstörung der dunklen Kugeln auf dem Friedhof ein großartiger erster Schritt wäre. Oh, mein Kopf. Sprich für einen Freund ein Weglaufen! Jetzt möchtest du kooperieren? Schon fertig? Es hört nie auf. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet, dann brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Unheimlich. Spannend. Lasst uns gehen. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet, dann brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Jetzt möchtest du kooperieren? Gut. Sprich ein Kampfgebet für einen Freund. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet, dann brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Jetzt möchtest du kooperieren? Gut. Hoppala.
Wenn du schon nah ran musst, dann exekutiere ihn wenigstens schnell. Wenn es einfach vorbei sein soll, dann nähere dich dem Feind und exekutiere ihn. Jetzt möchtest du kooperieren? Gut. Sprich ein Kampfgebet für einen Freund. Du hast es verstanden. Jetzt möchtest du kooperieren? Gut. Sprich ein Kampfgebet für einen Freund. Schon fertig? Jetzt möchtest du kooperieren? Gut. Sprich ein Kampfgebet für einen Freund. Wenn es einfach vorbei sein soll, dann nähere dich dem Feind und exekutiere ihn. Ich fühle mich jetzt viel besser. Vielen Dank, dass ihr diese Kugeln zerstört habt. Und hey, wenigstens kommen zu den übrigen Zombies keine neuen hinzu. Was? Wie konntet ihr? Das war mein Untotenheer! Euch schnapp ich mir und reiß euch alle Lieder aus und... Mann, der redet nur Schwachsinn. Also, wer will ihn jagen? Ich hebe meine Hand. Diese Kirche im Osten sollte euch zur Stadt führen. Hier sind wir fertig. Zeit weiterzugehen und Septik aufzuhalten. Begebt euch zur Kirche östlich von hier. Irgendwie dunkel. Ich behebe das für euch. Bleibt nur beisammen, okay? Passt auf! Was sind das für Dinge? Jetzt seid ihr nicht mehr so frohen Mutes, was? Meine kleinen Plagegeister nutzen tote Leichen, um wundervolle romantische Magie zu erschaffen. Du meinst nekromantisch? Der wird mich noch zu Tode nerven, bevor ihr überhaupt da seid. Passt nur auf, dass diese Dinger euch nicht erwischen. Einen Freund ein Kampfgebet, dann brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Jetzt möchtest du kooperieren? Gut. Sprich ein Kampfgebet. Lasst uns gehen. Wenn es einfach vorbei sein soll, dann nähere dich dem Feind und exekutiere ihn.
Sprich für einen Freund ein Kampfgebet, dann brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Ich kann's mir nicht ansehen. Jetzt möchtest du kooperieren? Gut. Sprich ein Kampfgebet für einen Freund. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet, dann brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Jetzt möchtest du kooperieren? Gut. Sprich ein Kampfgebet für einen Freund. Okay, jetzt geht's mir besser. Jetzt möchtest du kooperieren? Gut. Sprich ein Kampfgebet für einen Freund. Ich kann's mir nicht ansehen. Nett. Ihr seid durchgekommen. Und Septik hat kein Wort gesagt. Ich weiß nicht, was mich glücklicher macht. Schnappen wir ihn uns. Schön, dass unsere Sicherheit wichtig ist. Sprich für einen Freund ein Kampfgebet, dann brauchst du vielleicht nicht zu kämpfen. Jetzt möchtest du kooperieren. Igitt!